Lieben, es geht wieder los. Eine neue Radtour steht an. Ihr seht, ich bin ein bisschen nass geschwitzt. Ich muss mal gucken, dass ich ein Handtuch finde. Es steht eine neue Radtour an. Nach einer turbulenten, emotionalen Woche. Ich hoffe, das hält jetzt da hinten auch. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen bei der Konstruktion, weil es ist das erste Mal, dass ich das Rad jetzt so im fertig montierten Zustand transportiere. Aber ich denke, ich habe es doppelt gesichert. Also normalerweise sollte da jetzt nichts passieren. Ja gut, ich werde jetzt losdüsen und halte euch dann auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Ja. Okay. Wir halten hier mal an und machen die erste Szene. Mein Hoden! So, meine Lieben, ich fahre heute einen neuen Radweg. Ach nee, guckt mal, wer da ist. Guckt mal, wer da ist. Ja, Mensch, hey, Dennis, dass ich dich hier treffe, ist ja. Ja, Entschuldigung, hier, ich messe nur aus. Ja. Schön, dass ich dich hier treffe. Was machst du denn hier? Fahren. Wie fahren? Fahrradfahren. Einfach so? Ja. Schön. Hatte ich auch vor. Sollen wir ein Stück zusammenfahren? Gerne. Okay, machen wir. Also, ne, wir fahren jetzt eine Runde zusammen. So, meine Lieben. Ja, ihr könnt euch denken, ich bin mit dem Dennis wieder unterwegs. Wir fahren hier einen sehr schönen Bahntrassenradweg von Marienheide aus. Der geht wohl bis wohin geht der? Ah. Also Wipperfürth kommen wir auf jeden Fall, sagt er. Und ich werde mir mal anschauen, jetzt quatschen wir natürlich beide hier, ne? Und ich werde mir mal anschauen, wie weit der überhaupt so geht. Und ob es vielleicht sogar einen Rundkurs gibt. Weiß ich nicht. Sehr schön. Also, seid gespannt. Hier geht's jetzt weiter. Also ein sehr schöner Bahntrassenradweg hier. Ich muss mich echt mal schlau machen, wohin und wie das so hier ist, weil den kenne ich auch noch nicht. Aber auch hier ist alles weggeholzt. Aber bis jetzt wieder eine sehr schöne Sache. Vor allem im Moment haben wir Rückenwind, ein bisschen Wasser vom Himmel. Also heute passt wieder alles aufeinander. Und wir machen jetzt einfach mal ein paar Kilometer und schauen, wie weit wir heute kommen. Geplant ist vielleicht sogar bis Wipperfürth und dann wieder zurück über diese Strecke. Und dann schauen wir mal, was noch so passiert heute. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber da hinten kommt wieder einer meiner geliebten Fledermaustunnel. Das ist dann jetzt schon der dritte Bahnradweg, den ich fahre mit Fledermaustunnel. Das finde ich richtig nice. Das heißt, ihr seid jetzt live dabei, wenn wir da durchballern. Ballern? Fahren. Fahren. Und? Hast du Motor an oder aus? Ich habe aus. Ich auch. Aber nur, weil ich jetzt stehe. Ach, Kulturbanausen. Also, dranbleiben, jetzt wird's dunkel. So, der Dennis hat mir noch gesagt, dass man vor einigen Jahren da nicht durchfahren durfte. Da war der noch gesperrt. Aber jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich liebe so etwas, ja. Hoppala. Guten Tag. Ah ja, hier oben schön zu erkennen, die Bretterverschläge für die Fledermäuse, das haben sie hier schön verkleidet. Aber ist ja gar nicht lang. Ich habe mir jetzt etwas mehr erhofft. Aber immer wieder ein Schauspiel. So, was haben die für die Fledermäuse gemacht? Die haben da so Kisten an die Decke geschraubt, damit die da drin schlafen können. Ja, das ist schön gemacht. Ein bisschen kurz fand ich, aber an sich schön. Doch, ich fand das schön. Ja. Hier kamen wir jetzt raus und da unten runter müssen wir ein Stück. Vielleicht kann man sehen, wenn ich da so ein bisschen zeige. Und dann geht's weiter. Ja. Akkustand. Ja. 89% von 91. Oh, bis gleich.
Der Weg führt uns immer wieder an solchen schönen Naturschauplätzen vorbei, wo man dann einfach mal anhalten muss und die Seele baumeln lassen. Auch freilaufende Bisons sind hier. Aufpassen, nicht, dass er sich gestört fühlt, sonst wird das gefährlich. Und auch hier ein Sägewerk. Und immer wieder am Weg findet man so schöne Schilder mit Hinweisen. Hierfür wirklich einen offiziellen Radweg oder eine Radwegbeschreibung gibt, die werde ich euch dann mal unten verlinken. Und auch immer wieder findet man hier solche Ausblicke, ja, wo man durchgucken soll, um die Tiere an der Wupper beobachten zu dürfen. Ja, da kannst du durchgucken, ne? Habe ich gerade schon erklärt. Und dann kannst du sehen, was hier so in den Auen des Grünlands so für die Nutztiere und sowas möglich ist. Habe ich jetzt schon ein paar Stück von gesehen. Ich habe gedacht, jetzt müssen wir auch mal den Zuschauern hier sowas zeigen. Nicht nur bei YouTube. Richtig. Hier haben wir übrigens eins dieser Nutztiere. Nein, Scherz. So, weiter. So, das Flüsschen, was hier fließt, ist übrigens die Wupper. Und vorhin waren wir an der Wipper. Das heißt, wir sind jetzt schon auf dem richtigen Weg in Richtung Wuppertal. Hätte ich jetzt bald... Ja doch, Wuppertal. Wipper führt. Ne, Wupper. Also ist alles hier so die Ecke. Jetzt gerade hatte ich hier einen richtig schönen Eichel her irgendwo gesehen. Weg ist er. Und trotz des tollen Wetters ist hier doch einiges los an Radfahrern. Aber das Teil bietet sich hier auch wirklich an für eine solche Ausfahrt. Immer schön rechts an diesen Auenwiesen vorbei. Schade, ich habe gehofft, das Wetter würde heute ein bisschen besser mitspielen. Aber egal, wir wollten uns das heute nicht kaputt machen lassen. Und so oder so los. Ich habe leider auch meine dicke Jacke vergessen. Das heißt, mir ist ein wenig frisch. Weil laut Wetterbericht sollten wir es um die 9 Grad haben. Haben wir nicht. Es ist natürlich wärmer. Laut Tacho haben wir 14 Grad. Also auch noch human. Ich werde verfolgt. Ein großes Tier. Das heißt Produktreview, aber ich wollte es mal zeigen. So, Matze, sei mir gegrüßt. Ich habe es endlich auch geschafft, mir eine neue Sitzgelegenheit für unterwegs mit zu organisieren. Eigentlich weniger für Radfahrvideos, eigentlich mehr so, wenn ich auch mal unterwegs bin in Einkaufszentren, da ich ja mit dem Rücken Schwierigkeiten habe. Das Ding ist nicht allzu schwer und dann kann man das mal eben auspacken und kann man sich schön hinsetzen. Ich finde es gut. Gut, stundenlang möchte ich da jetzt auch nicht unbedingt drauf sitzen, aber so für zwischendurch ist das okay. Für Radfahrvideos habe ich noch eine andere Sitzgelegenheit, aber das Wetter ist ja heute auch nicht dementsprechend. Aber schöne Sache, schöne Sache. Definitiv. Dann macht man einfach wieder so und weg ist die Sache.
So, immer diese Vorbeifahrvideos, da muss man immer das Bike holen. Furchtbar, furchtbar, Leute. So. So, jetzt haben wir Päuschen gemacht. Jetzt geht's weiter bis nach Wipperfürth. So, wir sind jetzt in Wipperfürth rausgekommen. Jo. Der eine oder andere kennt es vielleicht sogar. Ja. Also der Bahntrassenradweg geht da durchaus noch weiter. Ich werde mich mal schlau machen, wie weit der geht und ob man da eine schöne Rundroute rausmachen kann. Weil zeitbedingt, wir haben zwar jetzt erst 16:30, ne, hatte ich gesagt, aber wir müssen wieder zurück. Heute Abend ist Ausgangssperre und wir wollten noch einkäufen was. Ja, und eine Kleinigkeit essen. Ja, deswegen werden wir jetzt den Weg wieder zurückfahren. Da seid ihr natürlich auch noch mit dabei. Und ja, bleibt dran. Bis gleich. Ciao. So, jetzt haben wir keinen Regen, aber dafür... Oh, oh, oh. Anhalten, anhalten, anhalten. Warte, 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 warte. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Da oben. Da ist das Hörnchen. Ja, da läuft das Hörnchen, da. Von Ast zu Ast. Und. Oh nö, nicht fallen. Oh, ist das super. Hallo Hörnchen. Ja, und da unten haben wir, ja, leider schlecht einzufangen mit Babys. Guck mal. Ja, Natur pur, ne? Jetzt sind wir schon wieder auf dem Rückweg. Der Weg hat sich mittlerweile auch schon wieder ein bisschen gefüllt. Also hier ist gut was los. Aber ich bin guter Dinge, dass das heute noch zu einem sehr erfolgreichen Tag ist, Tag wird. So, jetzt müssten wir gleich an eine Stelle kommen, wo ein alter Bahnhof gewesen ist. Da werde ich doch glatt dann mal den Bahnsteig nehmen. Das sollte jeden Moment hier kommen. Ja, schön. Und jetzt nehmen wir den natürlich auch wieder runter. Und zwar jetzt so, hier so. So, jetzt werden wir den Dennis hier lassen zum Verfüttern. Rück, Dedico! Echt? Ja, dann ist die Batterie fast schlapp. Lauflicht oder blinken? Na, jetzt müsste er aus sein. So, wir machen jetzt Biobiker jagen. Aber für Biobike ist er ganz gut unterwegs. Ja, hi Leute. Wir machen jetzt erstmal Pause und essen was Schönes. Die Tour ist vorbei. Wir sind jetzt zurück hier bei ihm im heimischen Gaming-Reich. Ihr seht es hier, ja. Also ist schon fett, was er hier so aufbaut. Ja. Die einigen wissen es ja, der Dennis macht ja auch noch Gaming und streamt live auf Twitch. Ja. Da
Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Also da könnt ihr gerne reinschauen bei dem Dennis. Wie heißt du da? Ice-Owns, also O-W-N-Z geschrieben. Eis, so wie im Englischen Eis. Ja, und ja, für mich gibt es, wie ihr gesehen habt, nur ein paar Fritten und der Dennis haut hier mal so richtig rein. Genau. Nein, für mich gibt es natürlich auch ein Fritten. Heute wird einfach ein schöner Tag ausklingen lassen. Ja. Dass uns gut gehen lassen. Ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und dass ihr uns zwei Leichtgewichte auf der Tour begleitet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich einen Daumen hoch da. Daumen runter ist auch völlig okay. Ihr wisst, das geht auch mit in die Bewertung. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, ne, hier abonnieren unten und dann verpasst ihr nichts mehr, wenn ihr das Glöckchen auch aktiviert. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Euer Dennis. Ciao, Leute. Und euer Heizi. Bis dann. Ach ja, steigt aufs Bike, macht was draus. Tschüss.